Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt und unser Thema heute die einfache Erziehung der Navajo-Brombeeren. Easy Gardening mit Navajo-Brombeeren. Sie sehen hier ein ganz schönes Beispiel. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist das denn genau mit der vertikalen Erziehung der Brombeeren? Braucht man da wirklich nur einen Quadratmeter Platz? Und hier sehen Sie ein schönes Beispiel, eine Pflanze, ein Platz, ungefähr ein Quadratmeter, ein Pfahl, in diesem Fall nur ein Bambusstab und eine Pflanze voll von Früchten. Diese Erziehung ist möglich mit Navajo Big and Early, mit Navajo Summerlang und auch mit Original Navajo. Hier sehen Sie die neuen Triebe, die raufkommen für die Ernte des nächsten Jahres. Sehr wichtig. Und hier sehen Sie die Fruchttriebe, die letztes Jahr gewachsen sind und jetzt wunderbare Früchte tragen. Also nur wachsen lassen, am Stab, am Pfahl, am Bambus befestigen, im Frühjahr auf die Höhe begrenzen, die man haben möchte, zum Beispiel 2 Meter, und schon hat man eine wunderbare Navajo-Brombeersäule. Eigentlich eine Säulenbrombeere. Das waren ein paar Tipps zu der vertikalen Erziehung der Navajo-Brombeeren. Wie immer, glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, diskutieren Sie mit und gärtnen Sie weiter.